Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und Freunde, heute nicht allein, sondern mit einem Special Guest. Wir begrüßen alle herzlich Evanio. Herzlich willkommen. Das erste Mal zu besuchen können. Unser allererstes Video auch zusammen jetzt. Das stimmt, das stimmt. Viele Leute da draußen haben sich das schon immer gewünscht. Wir beide sind berühmt geworden fürs Essen. Wir teilen eine ganz große Leidenschaft, hatten heute auch schon ein Date. Das war süß. Ja, Döner zum Frühstück und zum Mittagessen wird frittiert. Und zwar dachten wir uns, wir bestellen einfach Essen, worauf wir gerade Bock haben. Aber essen das nicht einfach, sondern frittieren das. Mhm. Wir haben einiges bestellt. Womit wollen wir starten? Wir haben Donuts, wir haben Sushi, wir haben russisches Essen und wir haben türkisches Essen. Mhm. Lass mal anfangen mit dieser Roll, Alter. Okay, einfach richtig rein. Wir fangen erstmal mit Sushi an. Mhm. Finde ich gut. Das heißt, wir haben hier eine Handroll, die frittieren wir einfach. Wir haben hier unseren klassischen Bierteig. Der ist ja wirklich riesig. Und nochmal hier die knusprige Asia-Panade. Let's go, oder? Ja, rein damit. Komm. Oh, wird das geil stehen. Wir können ja direkt eigentlich all unser Sushi in einem Stück frittieren und dann in Ruhe essen. Guck mal, jetzt kommt das hier in die Panade. Boah, die Panade finde ich auch richtig nice. Mhm. Hat eine Sushi auch schon mal frittiert, ne? Ja. Jetzt soll ich es nicht hinbekommen. Jetzt lerne ich nochmal Meister. Boah. Immer der kritische Teil. Ja, ich hab Angst, wie die Augen fliegt. Komm, ich schmeiß jetzt einfach alles hinterher. Ist das dasselbe, das wir da links haben? Nee, das ist nur Lachs, quasi ohne Reis. Willst du das hier mal durch die Panade wälzen? Okay. Jetzt riech ich nach Bier. Trinkst du eigentlich gern Bier? Nein, gar nicht. Boah, das ist ja wirklich eine Süßigkeit. Das packe ich jetzt rein? Ja. Oh. Ich glaube, so Lachs-Sashimi frittiert. Mhm. Wow. Ich freue mich auf diese Roll, weil jemand wirklich wie so ein Wrap ist, wie so ein Dü-Dü einfach. Und wo ist der Reis hin? Du hast den Reis verloren. Wo ist der Reis? Warte, wo ist der Reis hin? Egal. Ah, der? Ja, wir machen dann einfach nur Lachs. Ja, einfach rein. Boah, das liebe ich halt immer so am Frittieren, dieses absolut neue Geschmäcker entdecken. Mm. Boah, haust du da viel rein? Das ist so überfordert schon. Ich habe so lange nicht mehr frittiert, dass ich mich so unglaublich krass drauf freue, gleich einfach frittiertes zu essen. Let's go. Freunde, wir sehen uns gleich wieder, wenn alles ready ist. Ey, ganz ehrlich, das sieht so gut aus. Ich habe es dir euch schon mal gesagt, aber jetzt, du bist wie so ein Jahrmarktmann. Du könntest wirklich mit einem Jahrmarkt arbeiten. So. Weil mit der Fritteuse jetzt auch. Oh, ich finde die Rolle ist am besten jetzt aus. Das sieht echt aus wie so Fried Chicken. Ja, das Lachs sieht auch so gut aus. Und die Rolle, oh die. Die ist traumhaft schön geworden. Hier haben wir deinen Reis. Frittiert. Ja, ja, das wird schon geil. Das sieht wirklich gut aus. Sieht halt echt aus wie so ein KFC. Und wir dippen oder soll ich einfach machen. Drüber machen? Ja, komm, wie cool das aussieht. Oh, das ist einladend aus. Also welchen Zuschauer hätte ich jetzt Hunger? Gabel oder Hände? Ich bin ein Händemann. Womit fangen wir an? Mit Sashimi? Oh, hast du kein Zungengefühl? Das wird ja richtig brennen jetzt. 3, 2, 1. Ich bin im Ozean. So unfassbar fischig. Ich finde, durch Frittieren wird es immer so unfassbar intensiv, der Geschmack. Mm. Das ist geil. Ich meine, super. So brutal, aber... Das ist wirklich so ein geiler Fisch, der Geschmack. Oh mein Gott, das ist auch geil. Also, das muss ich auch probieren. Ich habe noch nie was Frittiertes gegessen. Nein, also auch. Also noch nie so selber frittiert. Boah, echt wie so Ozean, ne? Boah, lecker. Mm. Boah, können wir die Fritteuse immer anlassen? Glaub mir, nach 2 Tagen geht gar nichts. Ja, das wäre die nächste Option. Ja, das wäre jetzt einfach nur frittiertes Sushi. Das ist nicht so heiß, kann ich nicht mehr warm. Das ist auch schon nice, sag ich ganz ehrlich. Aber ich fand den Lachs einfach so in dünnen Scheiben frittiert viel geiler. Ich muss sagen, das muss man nicht. Nee, das ist jetzt kein bisschen langweilig. Aber das wieder. Oder die große Roll, okay. Das ist halt wirklich so, wie man es kennt, eine frittierte Sushi-Rolle. Und das liebe ich richtig krass. Die sind geil. Wie schwer die auch ist. Oh, bitte komm, hauen wir alle rein damit hin. Da ist auch eine Soße mit dabei. Man hätte auch einfach nur so normal essen können, aber irgendwie das Ganze zu frittieren war eine gute Entscheidung. Sehr gut sogar. Freunde, einfach mal euer bestelltes Essen frittieren. Ich muss sagen, dieses frittierte Sashimi hat dich so weggehauen. Das war wirklich so edel. So hat sich's angefühlt. Guck mal, für den Kameramann. Boah, geil. Ja, das ist spannend. Es ist irgendwie edel, oder? Wie ein richtig gutes Fischstäbchen. Ja. Ja! Ja. Ja. Okay, machen wir weiter. Russisch. Aber bevor wir das Frittiere machen, müssen wir testen, ist das Essen überhaupt lecker. Nimm mal kurz die Pelmeni bitte. Mhm. Wie man so richtig isst, wenn man es vorbereitet. Und zwar musst du ja wirklich mit Schmand erstmal den Sicherheitstest machen, ob die wirklich... Ey, wusstet ihr das, dass Evanio einfach auch Russe ist? Привет. Привет. Как дела? Хорошо, идти, да? Russisch 4 Minus. Oh, wieder Schulleiter. Mit Schmand, damit sind wir aufgewachsen. Ja, wirklich, das gab es wirklich zum Frühstück, zum Mittag. Mhm. Habt ihr schon mal frittiert, aber nicht mit der knusprigen Panade. Und noch Schmand. Wir machen die Kombo. Mhm. Okay, willst du einfach mal 4 Pelmeni hier reinhauen? Mache ich. Und wir haben hier noch russische Bratkartoffeln und russischen Schaschlik. Frittieren wir einfach auch. Okay. Also einfach mitspießen, ne? Oder? Mhm. Ja, so. Ja, natürlich. Dein Teig ist aber auch magisch, ne? Ja. Dass du ihn so gut hinkriegst. Das Erste, was er gefragt hat, ist, boah, jetzt bin ich gespannt, wie du deinen Teig machst. Ich dachte wirklich irgendwie, ja, keine Ahnung, spuck da rein. Also warum ist der denn so lecker? Irgendwie Geheimzutat muss doch da sein. Da kommt nur alkoholfreies Bier, Mehl, die ganze Zeit umrühren, ein bisschen Zucker und Salz. Zucker und Salz wusste ich zum Beispiel nicht.
Warte, ich pack mal rein, ganz kurz durch, ich muss reinhauen in die Fritteuse. Du musst es auch noch hier reinhauen, ne? Bin ich ja gleich. Ah, okay, das kann durchlassen. Ja, ja. Ach, ich freue mich darauf, wer das aufräumen muss. Sehen die Leute ja nie, die Zuschauer? Ach, das ist ja das Schlimmste, dieses Aufrollen. Und die Kartoffeln, oder? Ja, auf jeden Fall. Kartoffeln frittiert, ist ja Pommes. Im Grunde genommen so, ne? Aber trotzdem geil. Aber diese russischen Bratkartoffeln, die sind auch immer einfach extremst hart gewürzt. Pilmeni frittiert und schmand noch. Meine Mutter darf es zwar nicht sehen, aber sonst was will. Guck eigentlich deine Mutter deine Videos? Ja, ja, okay, meine auch. Ich find's irgendwie süß. Meine Mom supportet richtig krass. Ja, meine Mutter sagt immer alles. Meine Mutter sagt immer, jeder Klick ein bisschen mehr Geld. So. Das wird wirklich unglaublich. Ich sag mir, wenn YouTube immer nicht läuft, geh auf den Jahrmarkt, Alter. Das ist wirklich die Show, die du machst. Ich war einfach gar nichts. Wir sehen uns gleich, Freunde. Boah, das macht wirklich Spaß. Ich hab's vermisst, muss ich ehrlich sagen. Das sieht wieder mal einfach zauberhaft aus. Der sieht auch richtig heftig aus. Sieht einfach professionell aus. Guck mal, den kann man so kaufen eigentlich, oder? Na, so drauf, ja. Aber so und spannend. Ey, komm, das brauchen wir. Natürlich. Ja, ich hab das mal ohne, aber nee, das ist eine gute Idee. Nee, nee, nee. Das kühlt dann auch so ein bisschen ab. Die sehen wirklich perfekt aus. Eventuelle Marktlücke. Denken wir jetzt. Boah, muss ich ehrlich sagen, ich will es gar nicht, Digga. Gar nicht scheinbar. Weißt du wieso? Du bist bei der knusprigen Teigschicht. Mhm. Dann kommst du zur Bierteigschicht. Dann kommst du zu der Pilmeni-Teigschicht. Ja. Und dann kommt so ein kleiner Hackfleischball. Da war viel mehr Teig als irgendwas anderes. Ich habe auch irgendwie so ein Glibberchen drin. Ich weiß nicht. Vielleicht mit Käse drin oder so. Aber das war's nicht. Es war einfach zu viel Teig und zu wenig Füllung. Und zu Erwartungen. Ja. Schade, die haben es reingeschossen. Komm, Kartoffel. Ja. Gut. Ja. Bacon, Potato? Ja. So, also. Stabile Kartoffel. Komm, spieß jetzt. Der muss jetzt alles der ausreißen. Der Spieß ist wirklich eigentlich ein Kunstwerk, ne? Boah, sehr gewürzig. Sehr würzig. Let's go. Ey, das Fleisch ist nicht trocken geworden. Sehr scharf. Und saftig. Mhm. Wie so ein Steak. Mhm. Ich will ihn nicht anlügen. Es ist nicht schlecht, aber es macht. Sushi macht so einen Unterschied nochmal, weißt du? So eine Schippe drauflegt. Aber sagen wir so, es ist geil, ja. Mhm. Aber wenn du das nicht machst, dann geht die Welt nicht runter. Sagen wir. Ja. Sushi würde ich sagen, boah, verpasst schon was. Ja. Es ist halt auch nur Fleisch mit einer Banane, ne? Aber dafür, das ist noch echt saftig. Das genau, ist das ist geil. Es wird saftiger als das normale Geschmack. Aber da ist noch Raum nach oben. Ja, wir hatten zu hohe Erwartungen, Mann. Irgendwie schon. Aber das ist ja jetzt russisches Fleisch gewesen. Was ist mit einem Adana-Spieß? Da ist das Fleisch auch noch mal intensiver gewürzt. Boah, die Würzung ist echt stärker als gerade im. Ja? Das könnte auch noch mal anders erlebt werden jetzt. Frittieren ist wirklich eine eigene Wissenschaft. Okay, ready? Let's go rein da. Wow. Sieht aber wieder mal perfekt aus. Wollen wir noch mal eine Pommes hinterher frittieren? Oh, ich war erst mal richtig. Mit dem Video machen wir nichts. Ich sag ehrlich, das war immer so ein kleiner Traum. Bisschen mit Rob mal zu drehen, das freut mich jetzt schon sehr. Du bist auch ein Süßer. Das freut mich. Wollt ihr euch jetzt küssen? Ja, geil. Freund. Ey, du machst die Pommes ja mega, Alter. Du machst einfach mit Liebe hier noch nicht. Das ist nämlich ein Schwein, wie er da kocht. Heute ist mein Appetit wieder auf Höchstform. Wir mixen gerade die türkische Küche mit amerikanischer Küche. Ich finde die Pommes voll interessant. Die sehen richtig gut aus. Wir müssen noch ein bisschen nachwürzen, würde ich sagen. Oh, da hast du Ketchup oder so? Okay, wir haben Cocktailsoße. Du wolltest Ketchup haben. Nochmal hier so ein bisschen Gewürze zusammen gemacht. Ich wollte hier auf den Ketchup machen am besten. Kannst du auch auf den Teller. Lass mal Pommes anfangen, okay? Okay. Bevor das Wasser ja, ja. Oh, würzig. Boah, das ist geil. Oh, die Gewürze. Los, den Ketchup. Okay, wollen wir jetzt doll frittieren? Absolute Empfehlung. Ja, das ist jetzt das. Kommen wir zum Highlight. Bitte. Das muss ich jetzt schon wieder rausholen. Ja. Der hier jetzt einmal so wirklich bis nach unten in Cocktailsoße. Ja. Auch die Freundschaft. Jetzt geht's. Oh, Gott. Was hast du da gewürzt? Das ist einfach kein Abo. Das ist so stark gewürzt, Alter. Ich würde jetzt nicht anders, ob wir jetzt ein neues Land erfunden hätten oder so. Wow. Schmeckt geil. Schmeckt schon irgendwie geil. Yes. Ich liebe auch Soßen einfach. Soßen sind einfach so ein Gamechanger. Besser als der Brüsselhelfen. Ja, muss ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und die Pommes war auch überraschend lecker. Sehr stark sogar. Es war wirklich schön. Aber wir brauchen jetzt ein episches Finale. Oh ja. Wir nehmen jetzt diese riesigen Donuts und frittieren sie einfach nochmal. Das ist das absolute Highlight. Ich war wirklich hype. Ich kann es kaum erwarten, dieses geschmolzene Kinder Bueno zu essen. Oh ja. Let's go, Freunde. Ich muss mir diese Gewürzmischung merken. Das ist wie GTA 6 gerade. Ich bin wirklich extrem hype. Also ist es okay, wenn ich mir die mit Kinder Bueno nehme? Ja, aber dann will ich halt wirklich den hier nehmen. Ich will das Schokoladiges. Okay, komm. Ich mag wirklich schokoladig dann. Ich würde einfach gerne Soup essen. Boah, nimmst du den rein, ey. Ja.
Wir müssen das versuchen, schön hinzukriegen. Das wird halt das Ding. Soll ich dein machen? Ja, das wird nett. Ich bin. Es gab auch im Kindergarten mal so Basteln. Was hattest du? Warst du da gut? Ja, ja, ich war richtig schlecht. Ich hatte einfach eine 6. Also ich meine, wie konnte man eine Kind eine 6 basteln? Rob hat im Kindergarten frittiert. Oh, das Problem ist, den gut hinzubekommen. Was ist die Mischung zwischen Fett und Süß? Dürfen nicht zu lange drin bleiben, auf jeden Fall. Oh. Okay, let's go. Jetzt deinen hinterher. Boah, die Schokolade kommt direkt hoch. Direkt der Geruch von der Schokolade. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, meiner schlägt ein. Ich glaube, Brownie ist besser zu frittieren. Ja, könnte sein. Okay, let's go. Nein, ich mach das. Boah. Okay, let's go. Bis gleich, Freunde. Bist du bereit? Es ist wirklich, ich bin so gespannt drauf. Das sieht wunderschön aus. Aber es ist noch arschheiß. Ich muss sagen, deiner ist vom Gesamtbild schöner. Könntest du wirklich mal Working so verkaufen? Ja. Oh mein, meiner. Es ist schon wirklich schön. Du kannst echt gerne mal über meinem haben. Ja, ich beiß von deiner Hälfte gleich ab. Okay, wie heiß ist es? Schon sehr heiß, ne? Riech mal. Es ist ein ich wär's hier schon intensiver Schoko. Ja, ja. Komm, let's go. Okay, komm. Digga. Alter, es ist. Ich bin wirklich eine andere Dimension gerade. Meiner ist so cremig schokoladig. Wie kann die Schokolade des Frittieren noch schokoladiger werden? Ich weiß ja, aber guck diese mal. Creme ist wirklich nochmal, ja gut, er ist halt nochmal in Fett vermischt und dadurch schmeckt sie einfach noch tausendmal intensiver. Ich glaube, ich bin die Brunner kurz nach Hause. Das ist so lecker, Mann. Aber deiner sieht wirklich optisch einfach 10 von 10 aus. Beiß rein, ich glaube, meiner ist nochmal kranker als deiner. Ich liebe Brownie deswegen. Yo. Es ist anders. Es schmeckt einfach wie so ein halbgezogener Brownie, weißt du, diese Kinder Bueno Creme. Die ist auch wirklich geil. Oh mein Gott. Ich habe gerade in dieses Kinder Bueno gebissen und die Schokolade ist einfach flüssig rausgekommen. Ich hab mir auch genau gehört. Ich fühle mich an wie so eine 1 in der Schule, obwohl ich nichts getan habe. Ich finde es nicht so gut. Ich werde unverdient belohnt einfach. Nee, es ist so gut, Mann. Ja, echt gut. Hammer. Das war ein richtig gutes Mittagessen. Freunde, das war nochmal eine richtig krasse Frittier-Action mit Evanjo. Digga, es war mir auch eine Ehre. Es war das schönste zweite Date, was ich je hatte. Ja, stimmt. Wir haben ein Date. Ich hab so viel am Start. Checkt auf jeden Fall Evanjo ab. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ich glaube, jetzt ein Glas Wasser wäre nicht schlecht. Gönnt euch einen frittierten Donut. Ja, und frittierte Donuts. Ey, es war krass geil. Wow.